herzlich willkommen zu unserer presseöffentlichen Unterzeichnung des Mietvertrages für die neue Unterkunft, für das neue Domizil der Volkshochschule der Erwachsenenbildung der Stadt Wetzlar in einem Objekt, das von der Helm-Gruppe errichtet wird, von daher Helm, und darf Sie ganz herzlich die Mitarbeiter willkommen heißen in unserer Runde heute. 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung getroffen, dass wir nach auch Betrachtung verschiedener Möglichkeiten und Objekte im Stadtgebiet in die Bahnhofstraße gehen, in das Objekt, das von Ihnen errichtet wird, um dort in der 100-jährigen Geschichte der Volkshochschule der Stadt Wetzlar, auf die wir in diesem Jahr auch blicken können, ein neues Kapitel damit aufzuschlagen, ein neues Domizil zu errichten. Damit auch, denke ich, einen Beitrag dazu zu leisten, das Quartier Bahnhofstraße weiter zu beleben. Wir haben ja schon die Standortentscheidung getroffen für die Stadtbibliothek vor einiger Zeit, und ich glaube, Stadtbibliothek hat sich gut in dem Geviert eingefügt und trägt auch dazu bei, Frequenz nochmal zu steigern und auch als Raum wahrgenommen zu werden, in dem sich Stadtgesellschaft versammeln kann und letztendlich Kunst und Literatur auch genießen kann. Und natürlich haben wir das Ganze immer so ein bisschen auch mal diskutiert unter dem Aspekt Haus der Bildung. Da war Volkshochschule und Stadtbibliothek ja eng verzahnt im Grunde in dieser Betrachtung. Wir haben es mit dem Haus nicht so ganz hinbekommen, aber wir leben in guter Nachbarschaft und kooperieren natürlich über die Straße hinweg. Und von daher, glaube ich, ist das eine schöne Fügung, dass vis-à-vis der Stadtbibliothek dann künftig die Volkshochschule dann etabliert werden kann. Und nachdem jetzt die Mietvertragsverhandlungen, die Abstimmungen stattgefunden haben, was ja auch immer sicherlich kein ganz unproblematischer Prozess ist, bis man sich dann so weit zusammengefunden hat, dass man sagt, man kann das Ganze dann auch in Worte kleiden, in Paragraphen fassen und dann auch zu Papier bringen, sind wir heute in dem Moment, den Mietvertrag zu unterzeichnen. Von daher finde ich einen schönen Moment. Herzlichen Dank für all diejenigen und all diejenigen, die es vorbereitet haben. Und denke, Sie bzw. auch Kollege Kartkeier, zuständiger Volkshochschuldezernent, können es auch dann gerne noch ergänzen und komplettieren über das, was ich als Rahmen aufschlagen konnte. Ja, ich bin als Volkshochschuldezernent natürlich sehr froh, dass wir das in gemeinsamer Partnerschaft jetzt so weit entwickelt haben, dass wir heute den Mietvertrag unterzeichnen können. So auf der Sach- und Fachebene wurde es ja abgestimmt im Wesentlichen von Herrn Bonrath, mit Frau Hagel, mit Frau Peter, aber auch mit Herrn Glaser vom Amt für Gebäudemanagement, weil ja auch so technische Ausstattungsstandards und Details abzustimmen waren auf der einen Seite und zum anderen natürlich, was ist Sache des Vermieters und was ist auch unsere Aufgabe, um nachher das Gebäude auszustatten und dann mit Leben zu erfüllen. Von der Fläche her, glaube ich, bietet uns das ganze Gebäude wirklich die Option, die Volkshochschule so unterzubringen, wie wir es uns immer schon gewünscht hätten, nämlich einerseits zentrumsnah mit einer guten Anbindung an ÖPNV, weil wir da ja auch viele Leute erreichen, die nicht mit Kraftfahrzeugen anreisen werden und anreisen können. Und zur Aufwertung der Bahnhofstraße, da haben wir ja Ihr Projekt auch mit Wohnbebauung. Wir haben unsere Stadtbibliothek und unseren Ausstellungssaal und mieten uns jetzt dann ein Gebäude in der Bahnhofstraße. Das wird wirklich ein toller Verbund. Ich glaube, von der Art der Herangehensweise war es im besten Sinne angenehm. Also die Absprachen und Verhandlungen, bis man von, wie man das immer macht, vom Groben zum Feinen kommt, das ist, glaube ich, als gelungen zu bezeichnen. Und da kann man auch wirklich sagen, wir sind jetzt beiderseits interessengerecht unterwegs. Die Helm-Gruppe als derjenige, der das Gebäude erstellt, und wir als derjenige, der es dann mietet. Was auch ein schönes, am Rande zumindest zu erwähnendes Detail ist, was auch für die Stadt, aber auch im Hinblick auf die Themen, die ja global diskutiert werden, ist, dass wir in die Fernwärmeversorgung dann einsteigen können mit dem Gebäude, dass wir uns also von der konventionellen Technik, die man vielleicht ansonsten favorisiert hätte, da auch ein Stück weit löst. Auch das ist ein kleines, aber durchaus feines Detail, finde ich, was man auch ausdrücklich auch nochmal öffentlich erwähnen kann. Ich denke, zu den wirtschaftlichen Details ist es weniger mein Part, etwas dazu zu sagen. Herr Hilmer, würde ich dann, oder an Herrn Bonrath, dann kann dann nochmal weitergeben. Ja, erstmal vielen Dank halt eben, dass wir an dem ganzen Projekt teilnehmen konnten. Angefangen hat das ja alles halt eben mit dem Rahmenplan. Und wir sind angetreten halt eben, um den Rahmenplan halt eben, soweit wir es können, halt eben Leben einzuhauchen. Das geht natürlich nicht nur mit Bauerei, sondern das geht nur mit der Stadt zusammen halt eben, mit der Bevölkerung. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Angefangen hat das mit der Inselstraße, mit all den Problemen, die wir da mit dem Wasser hatten.
ist gut gelöst worden, halt eben angenommen worden. Wir haben den Zugang zur Bahnhofstraße geschafft, das Tor aus der Inselstraße und dann der ganz große Wurf halt eben mit dem ehemaligen KW Mauritius, das jetzt wirklich im Bau ist halt eben und der Rohbau dies ja auch fertiggestellt ist. Und der nächste Schritt ist halt eben dann hier die VHS mit dem Parkhaus zusammen. Und wir sehen es an den Bildern halt eben, ich denke, die VHS hat ein wirklich schönes Domizil, also es ist eigentlich eine einmalige Sache, sie kriegen Zugänge von zwei Seiten. Einmal das für die Vorbeifahrenden, wo der ganze Verkehr vom Wetzlar vorbei fließt, Autoverkehr, wird gesehen, die VHS. Und zum anderen halt eben fußläufig die Bahnhofstraße, der ganze ÖVP-Laufverkehr läuft an ihnen vorbei, in der Bahnhofstraße. Und das hat sowohl halt eben, ich denke, für ihr Programm ist das wichtig halt eben, als auch halt eben für die Leute, die zu ihnen kommen wollen. Die können mit beiden Verkehrsmitteln, mit beiden Verkehrsmitteln oder ÖVP, sind sie direkt am Tor von Wetzlar. Besser geht's gar nicht. Und da bin ich auch froh drum. Ja, und das war auch halt eben so, die Kombination geschaffen haben halt eben, Parkhaus direkt nebenan und oben drüber haben wir Wohnen noch gepackt, beziehungsweise also das ist ein Boardinghouse-System, was in Wetzlar auch benötigt wird. Wir haben eigentlich überall halt eben, wir haben viele Hotelzimmer, Wetzlar führen auch die Hotelzimmer, aber keine Wohnung, Kurzzeitwohnen halt eben, für Kurzzeitwohnen, und das wird eigentlich gebraucht heutzutage. Es ist alles flexibler geworden, der Arbeitsmittelpunkt ist nicht mehr Lebensmittelpunkt, das hat sich auseinanderdividiert und den muss einfach nicht getragen werden, die sind flexibler geworden. Und das ist so halt eben eine Sache, die konnte man damit integrieren und das passt auch dazu, vom ganzen Thema her. Ja, Herr Bonner, wenn Sie was von Zahlen sagen wollen. Ach, können wir gerne. Also dieses VHS-Gebäude mit dem Boardinghaus drüber, sprechen wir vom Investitionsvolumen von ca. 13 Millionen. Das Parkhaus daneben wird für ca. 9 Millionen entstehen. Also insgesamt haben wir hier ein Volumen von 22 Millionen, die wir da auf der Fläche, die im Moment praktisch jetzt zum Bau vorbereitet wird. Wenn Sie die letzten Tage mal vorbeigefahren sind, ist entsprechend schon flach gezogen. Da sind wir schon mit dabei. Das sind die Sachen, die da entstehen werden. Übergabe haben wir geplant im vierten Quartal 2021. Der Mietvertrag ist auch für den 1.1.2022 vorgesehen, sodass dann im Jahr 2022 die VHS natürlich auch da ordentlich rüberziehen kann und dann mit Jahresbeginn praktisch ihre Tätigkeit in dem Gebäude aufnehmen kann. Ansonsten denke ich, ist dazu noch zu sagen, wir sehen natürlich vor, dass die VHS-Flächen wie in jedem öffentlichen Gebäude barrierefrei vorgesehen sind. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, einfach dass da auch jeder entsprechend zu seinen Kursen und zu seinen Tätigkeiten kommen kann. Ich glaube, Herr Gattkei hat es vorhin schon schön angedeutet. Wir haben natürlich mit der VHS großen Wert darauf gelegt, dass auch die Bedürfnisse von der VHS einfach in dem Gebäude, in den Grundriss mit aufgenommen werden. Und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Lösung beiderseits gefunden, dass das gut zusammenpasst. Die Verbindung von dem Parkhaus und von dem VHS-Gebäude wird ebenfalls so aussehen, dass man auf jeder Ebene im Prinzip von A nach B wechseln kann. Das, glaube ich, macht viel Sinn, dass diese beiden Gebäude auch in einer Verbindung stehen. Nicht nur die direkten Übergänge, sondern natürlich auch von der Architektur her, wenn man sich die Bilder mal anschaut. Wir greifen hier im Prinzip so eine vertikale Struktur auf, die auch das Zeiss-Gebäude gegenüber hat. Sowohl in dem VHS-Gebäude als auch mit den vertikalen Lochblechen beim Parkhaus dann, die noch über eine Winkelstruktur eine schöne Tiefenoptik, eine schöne 3D-Optik bekommen werden. Und ich glaube, das ist auch von der Architektur her ein spannendes Bild, weil wir ja hier doch an einer sehr prägnanten Stelle sind, im Prinzip am Eingangstor zu Wetzlar. Das wollen wir natürlich auch was hinstellen, was auch einen optischen Anreiz einfach geben kann. Vielleicht noch ein Wort zur Fernwärme, was ja auch ganz interessant ist. Rodeos versucht ja schon seit Jahren, Jahrzehnten halt eben Fuß hier in die Fernwärme reinzukriegen. Wir haben es jetzt geschafft halt eben, dass Rodeos das erste etwas entferntere Objekt halt eben initiiert und auch die Zusage halt eben, dass sie weiterhin die Bahnhofstraße, die ganze Bahnhofstraße halt eben versorgt. Auch unser Projekt Lahnhof wird, soweit es irgendwie möglich ist, wir wollen es auf alle Fälle halt eben, mit Fernwärme von Rodeos versorgt werden. Und da schaffen sie endlich mal halt eben die Wärme, die Rodeos automatisch
erzeugt hat, eben Luft verpufft wird, hat eben die vernünftig genutzt wird. Und da sind wir auch sehr froh drum und haben unser Projekt, wir hatten ja selbst schon, wir haben die HKW in der Essenstraße stehen, haben das zurückgestellt, im Hinblick halt eben, Bodehaus kann das besser, größer und machen wir den zusammen. Ich denke, das ist ja auch mit Blick auf die Umsetzung dessen, was wir so als Grundlinien auch im Energie- und Klimaschutzkonzept für diese Stadt mit angelegt haben, nochmal ein wesentlicher Beitrag, dass wir sagen, wir haben dort eine Abnehmersituation, die neu entsteht durch ihre Objekte in der Bahnhofstraße für die Fernwärme, die bei Duktus, bei Edelstahl ja auch entsteht. Und wichtig ist natürlich für Sie, so wie Sie es gesagt haben, dass es aus dem Blickwinkel des Unternehmens oder der Unternehmen auch die Gewährleistung gibt, dass das auf Dauer angelegt ist und Sie auch auf Dauer mit letztendlich der Wärmeversorgung dann auch rechnen können. Ich meine, wir hängen ja auch mit dem Freibad beispielsweise an der Fernwärme, auch das wird ja darüber letztendlich dann auch angestützt. Nö, das ist eine schöne Entwicklung, die sich dort auftut und ich denke, das, was wir an den Plänen sehen, ist ja durchaus auch architektonisch sehr ansprechend und wird damit die Eingangssituation in diesem Bereich, der ja auch schon lange in der Stadt in der Diskussion stand, diese Freifläche, die gelegentlich auch etwas ungeordnet erschien, jetzt dann auch deutlich verändern, deutlich aufwerten. Ich denke, im Vorfeld der gesamten Operation haben wir als Stadt ja auch das ein oder andere Grundstücksgeschäft mitgetätigt und anstoßen müssen. Da ist ja sicherlich Kollege Harald Semmler, der dort maßgeblich mit einbezogen war, nochmal zu nennen. Denn ohne das Erwerb von Schlüsselobjekten, von Schlüsselgrundstücken, hätten wir sicherlich die nicht ganz einfache Grundstückssituation zwischen Bahnhofstraße, Chlorellstraße und Eduard-Kaiser-Straße ja auch nicht ordnen können. Jetzt haben wir sie geordnet und haben letztendlich einen Raum, den wir auch entsprechend bespielen, bebauen können. Und ich glaube, das ist ein weiterer Akzent, den wir hier in der Stadtentwicklung auch miteinander dann setzen können. Ja, da kann man wirklich sagen, dass gerade das Schlüsselobjekt in der Bahnhofstraße über einen Zeitraum von nahezu 20 Jahren in der Verhandlung zwischen Stadt und Eigentümer stand, bis es dann mal so weit war, ja, dass man dann irgendwo auch sagen könnte, da sind wir handlungsfähig, um dann auch Optionen anzubieten. Und Sie haben ja selbst sicherlich schwierige Verhandlungen geführt, auch um Flächen zu bekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das bietet ja jetzt die Chance. Und das eine Bild zeigt es ja auch, die Entree-Situation für die Volkshochschule wirklich hervorragend zu gestalten und auch im Stil der Bahnhofstraße, auch wenn da vielleicht nicht jedes Gebäude, was momentan da im Bestand ist, seinen vollen Charme entfaltet momentan. Aber ich denke, dass mit der an die Architektur der Bahnhofstraße angepassten Gestaltung dann der Eingangssituation der Volkshochschule passt das wirklich von beiden Seiten. Also von der Glöhnstraße her mit der Aufnahme der Architektur, Herr Bonrad, wie Sie es beschrieben haben, aber auch wiederum das Gegliederte in der Bahnhofstraße, um das entsprechend anzupassen, aber auch um optisch sichtbar zu sein, das ist uns ja auch wichtig. Und städtebaulich ist es für uns natürlich auch insofern interessant, dass wir nachher in dem Bereich des Gewerbeparks Spielburg auch wieder Flächen freimachen, die möglicherweise auch in die Nutzung beispielsweise von Studium Plus gehen können, um die ja auch Bedarf angemeldet haben, um sich weiterentwickeln zu können. Ja, also es ist im Prinzip für die Stadtentwicklung insgesamt eine tolle Entwicklung und für uns, für die Volkshochschule natürlich auch dann haben wir etwas mehr Fläche, wir haben Möglichkeiten, auch uns technisch weiterzuentwickeln, die wir vorher so nicht hatten in dem alten Bestandsgebäude. Dass sie definitiv profitieren werden durch die flexible Nutzung der Räumlichkeiten zum Beispiel. Wir haben da mehrere Multifunktionsräume einbauen können. Die Räume wurden dann in Zusammenarbeit mit uns auch geplant und entwickelt. Das war dann schon mal ein großer Vorteil für uns. Barrierefreiheit war für uns sehr, sehr wichtig. Das konnten wir sehr gut umsetzen bei der Planung. Und was für uns ausschlaggebender Punkt war, eben Erhöhung der Präsenz der Volkshochschule mitten in der Stadt. Wie Herr Kratke und Herr Wagner das dann betont haben, das ist jetzt dann bestens gelungen. Und wir freuen uns auf den Umzug und vor allem auch dann bessere Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel. Gut, Spielburg ist auch gut angeschlossen und gut erreichbar durch Bus, aber das ist natürlich gar kein Vergleich jetzt mit dem zentralen Omnibusbahnhof. Ja. Viele, die mit Zügen oder mit Bussen ankommen, brauchen nicht mehr umzusteigen zusätzlich. Da wird sich einiges dann ändern, also neue Lernformate, neue Lernorte, offene Veranstaltungen können dann angeboten werden. Das wird definitiv auch inhaltliche Auswirkungen auf unser Programm haben. Und nicht zu vernachlässigen ist natürlich Synergieeffekte mit der Stadtbibliothek. Also wir können dann durch gegenseitige Nutzung der Räumlichkeiten, aber auch dann Veranstaltungen auch inhaltlich weiterentwickeln.
Wir haben aber noch öffentliche Parkplätze dann im Parkhaus. Ne? Parkhaus wird zusätzlich ein großer Teil öffentlich sein. Gut, oder sagen wir mal knapp 300 Parkplätze werden öffentlich, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sodass wir hier entsprechend auch natürlich nicht nur für die Besucher der VHS, sondern natürlich auch für die Besucher der Bahnhofstraße und des ganzen Stadtviertels entsprechend zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stellen können. Und wie viele Plätze für die Wohnungen? Das sind 80. So ist es. Beim Lahnhof wird entsprechend auch noch ein Parkhaus entstehen. Da haben wir natürlich zum einen die Nutzer, die dann beim Lahnhof in die Wohnung ziehen, natürlich vorgesehen. Aber auch da sind wir zumindest in den Überlegungen, auch da einen Teil öffentlich auszubilden. Ja, also das Parkhaus haben jetzt im Lahnhof hinten halt eben, brauchen wir in der kompletten Größe zum Nachweis unserer eigenen Stellplätze. Wir brauchen auch das Parkhaus in der Glöllstraße hier zum Teil auch für den Nachweis der Stellplätze für die Bahnhofstraße 16 bis 24. Die 80 Plätze, ja. Nee, also noch mehr oben drauf halt eben. Wobei die aber frei genutzt werden können. Also im Prinzip haben wir ja die Situation, dass der Lahnhofparkplatz entfallen wird und die Parkplätze, die auf dem Lahnhofparkplatz angeordnet sind, ziehen wir praktisch rüber in das Parkhaus Eduard-Kaiser-Straße. Von daher, im Nachweis brauchen wir die Parkplätze in jedem Fall. Wir sehen das eigentlich auch nicht so dramatisch. Die Parkplätze hier gerade in so einem neuen attraktiven Stadtgebiet werden auch benötigt werden. Ich glaube, die anderen zwei Parkhäuser, die Sie angesprochen haben, haben ein bisschen natürlich auch die Problematik, die Einfahrtsproblematik. Keine modernen Parkhäuser, muss man so offen sagen. Da muss man einfach mal sehen, wie sich das gestaltet. Aber grundsätzlich, die Parkplätze, die wir bauen, sind die, die wir im Nachweis auch benötigen. Deshalb wird es auch entsprechende Nutzung dafür geben. Zunächst mal ist das, was Herr Himmel, Herr Brunnert eben gesagt haben, die Situation, dass wir, wenn wir eine Baugenehmigung als Stadt erteilen, im Grunde darauf achten müssen und werden, das ist geltendes Ortsrecht und in anderen Kommunen auch so, dass der Stellplatznachweis erfüllt wird. Das ist das, was zunächst mal von Bauherrschaft erwartet wird und das unterstellen wir, das erwarten wir. Und wie es gesagt worden ist, es fallen Stellplätze ja momentan weg, die wir im Lahnhof haben, durch die Bebauung, die wir im Lahnhof bekommen werden. Wir bekommen ein Stadtquartier, wo am Ende des Tages etwa 1000 Menschen mehr wohnen werden, die natürlich selbst mit den eigenen Fahrzeugen unterwegs sein werden, die im Übrigen natürlich auch das ein oder andere Besuch und Begegnungen haben werden. Wir haben eine Stadtbibliothek, die in der Nachbarschaft gelegen ist, die natürlich auch auf diese nahen Stellplatzangebote angewiesen ist. Und von daher ist das zum einen die Forderung, die wir aus dem Blickwinkel Baugenehmigungsbehörde stellen müssen. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Stück weit die unternehmerische Einschätzung, die Herr Helm und Herr Bohnert ja auch zum Ausdruck gebracht haben, dass das, was man dort investiert, und wir reden ja selbstverständlich über große Investitionen, ist ja auch eben schon mal deutlich geworden, dann sich natürlich auch irgendwo wieder einspielen muss. Und die Erwartungshaltung, das muss der Unternehmer zunächst mal für sich auch beantworten und die haben die Herren beantwortet. Also ich denke, das, was wir jetzt dort schaffen mit diesen Funktionalitäten, ist ja vollkommen klar, ist ein ganz anderer Standard, als wir den in der Spielburg haben momentan. Wir haben auch größere Flächen, Herr Kratke hat es gesagt, wir haben Flächen, die wir offener nutzen können. Von daher ist es natürlich, wenn ich das richtig sehe, oder müsstest du mich nochmal ergänzen und möglicherweise auch korrigieren, natürlich schon ein höherer Ansatz, mit dem wir dort dann auch reingeben werden. Das ist also ein größerer Posten, den wir dann im Haushalt sehen werden. Aber das ist ja eine Diskussion, die der Stadtverordnetenversammlung, als sie das 2017 diskutiert hat, auch bewusst war. Wir haben ja bewusst auch aus stadtentwicklungspolitischen Gründen, Sie erinnern sich an die Diskussion, die früher mal geführt worden ist über die Verlagerung von Schulen in diesem Bereich, ja sehr bewusst gesagt, dass wir mit der Volkshochschule auch in die Bahnhofstraße gehen wollen, um Frequenz in die Bahnhofstraße, in dieses Quartier zu bringen. Also die grundsätzliche Zahl ist ja mal öffentlich diskutiert worden in der Stadtverordnetenversammlung. Ich denke, das darf man dann auch nennen. Wir zahlen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann 10,50 Euro pro Quadratmeter Fläche. Und dadurch wird es natürlich auch teurer als am bisherigen Standort, weil es leicht oberhalb von dem liegt, was wir bisher bezahlen, aber weil wir natürlich eine deutlich größere Fläche auch anmieten werden, einfach um die Optionen und die Gestaltung für die Volkshochschule hinzubekommen. Und das haben wir in der Stadtverordnetenversammlung ja auch intensiv mal diskutiert und mit der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. Ich denke, für so eine Bildungseinrichtung, und wir reden ja immer über lebenslanges Lernen, ist es auch wirklich vernünftig angelegtes Geld und unsere sind rund 1900 Quadratmeter. Also um die 20.000 Euro müssen Sie dann rechnen. Also Wetzlar hatte damals ja verschiedene Wasseradern, die es im Grunde heute so in dem Stadtbereich ja nicht mehr zu sehen gibt.
Von daher, das war eine Ideensammlung, sowohl im Rahmen des Quartiersentwicklungskonzeptes, es hat möglicherweise auch mit einer Rolle gespielt, im Rahmen der Überlegungen Einbezug der Wasseradern in den städtischen Lebensraum. Sie wissen, dass wir in dem Bereich eingebunden sind in das Programm Stadtumbau Hessen und es dort natürlich im Rahmen dieses Stadtumbauprogrammes auch entsprechende Gestaltungsüberlegungen gibt. Das muss noch weiter konkretisiert werden. Also wir könnten Ihnen jetzt nicht sagen, da gibt es konkret eine Wasserader, die dann die Bahnhofstraße durchzieht und wo wird sie laufen. Wir beginnen momentan in den Planungen mit dem geöffneten Bereich. Herr Helm hat es eben angesprochen, im Durchgangsbereich zwischen Modus im Grunde und der übrigen Bebauung in der Bahnhofstraße hin zum Forum. Dort wird ein Aufenthaltsbereich auch mit entsprechenden Wassermöglichkeiten und Ähnlichem entstehen. Und den restlichen Bereich muss man dann der weiteren Abstimmung auch in diesen Planungsgremien dann vorbehalten. Also interkulturelle Öffnung ist sowieso unsere Entwicklungsstrategie der Volkshochschule. Das ist dann nicht seit kurzem so, sondern schon seit längerer Zeit. Integrationskurse sind ein ganz, ganz wichtiger Beitrag für die Integration der Neuankömmlinge in Wetzlar und im Anschluss dann auch natürlich die Integration in andere Kurse der Teilnehmenden. Ja? Also unser Ziel ist, wenn die Teilnehmenden ihre Grundkenntnisse erworben haben in den Sprachen, diese dann in die anderen Kursangebote der Volkshochschule auch einzubinden. Wir arbeiten auch mit der Stadtbibliothek auch eng zusammen. Es gibt dann Führungen in der Stadtbibliothek mit Nachbarschaftszentren, sodass die Integration nicht mit dem B1-Zertifikat abgeschlossen ist und dann entlassen wird die Menschen dann und überlassen sich selbst, sondern dann, wir geben uns dann schon große Mühe und ist auch unser Herzenssache, dass wir die Menschen auch dann Perspektive bieten, die Möglichkeiten zeigen, wie sie sich dann noch weiterentwickeln können. Also das war auch unsere Angelegenheit, dass dann ein repräsentatives Eingangsbereich auch dann eingerichtet wird. Das ist uns gelungen in Zusammenarbeit mit Architekten. Es wird einen repräsentativen Eingangsbereich geben mit einer Informationstheke. Was nicht geben wird bei uns, ist ein Café oder so Aufenthaltsgelegenheit, weil unser Ziel ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch dann die benachbarte Einrichtungen auch nutzen. Dort gibt es wird noch entstehen mit Sicherheit Cafés oder die Stadtbibliothek selbst hat ja auch dann eine schöne Einrichtung. Ansonsten, also wenn es die Frage beantwortet, ja. Darüber hinaus haben wir noch überlegt, dass dann in diesem Eingangsbereich, aber auch in großzügigen Fluren Ausstellungen stattfinden. Viele davon werden mit Sicherheit auch interkulturellen Öffnungscharakter haben, dass dort dann auch Empfänge stattfinden, Veranstaltungen, Aktionstage, sodass dann also unser Bild bunte Volkshochschule offen für alle Kulturen weiterhin besteht und weiterentwickelt wird. Eine Woche, für zwei Wochen, für drei Wochen, für ein halbes Jahr anmieten können. Ja. Und es wird praktisch, es ist ein verkleinerter Hotelbetrieb. Der Betreiber sorgt für Wäsche halt eben und zweimal in der Woche wird sauber gemacht. Es gibt nur keine Restaurationen.